Der günstigste GT3 RS Deutschlands ist nach tagelanger Schleifarbeit endlich fertig lackiert. Bedeutet auch, der Zusammenbau alleine trennt mich davon, dieses 500 PS Monster über die Straße zu bringen. So schön und einfach sich das anhört, ist es aber natürlich nicht. Fehlende Teile im Innenraum, eine kaputte Vorder- und auch Hinterachse und die Produktion von The Race Staffel 2 machen uns das Leben schwer. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, und deshalb viel Spaß mit dem Zusammenbau des günstigsten GT3 RS Deutschlands. Ah ja, und kleine Info vorab, passend zum Wetter restocken wir morgen um 18 Uhr bei Tamek unsere Tamek Experience Utility Jacken in lila und schwarz, also Link in der Videobeschreibung auschecken und schnell sein. Hä? Ist er schon mal lackiert? Jetzt ist er schon mal lackiert. Bedeutet, wir können jetzt am Auto der Karosse weitermachen, alles abziehen, was vom Lackieren an Überresten noch da ist. Und dann kann ich mich mit Andi an den Wiederaufbau machen. Muss ich irgendwo drauf achten beim Abziehen oder ziehe ich einfach ab? Nee, du musst immer gegen den Lack ziehen. Wenn du den mitziehst, du hast aber eine Lackkante, das heißt, kannst du mit abreißen, das heißt, musst du dann neu lackieren. Das will ich niemals in meinem Leben nochmal durchmachen müssen, also nee. Achte ich drauf. Auf jeden Fall. Wir beginnen damit, alle Teile zusammenzusuchen und sie um das Auto herum zu platzieren und nach kurzer Kaffeepause den Wagen dann zu reinigen. Denn besser als jetzt, so in komplett auseinandergebautem Zustand, werden wir nie wieder bis in jede letzte kleine Ecke im Innenraum kommen. Wie ist so die Reihenfolge grundsätzlich beim Zusammenbauen von so einem Innenraum? Grundsätzlich ist das, was du als erstes ausbaust, kommt als letztes wieder rein. Wir starten unten und arbeiten uns nach oben vor. Deswegen sind die Teppiche auch schon drin. Vor wenigen Minuten haben wir angefangen und beim Innenraum ist es einfach phänomenal. Du arbeitest ein paar Minuten und das komplette Aussehen, das komplette Gefühl des Autos ändert sich. Komplettes Kontrastprogramm zu allem, was beim Schleifen passiert ist. Beim Schleifen tagelanges Vorarbeiten und man sieht nicht, dass irgendwas passiert. Hier legt man Teppiche nur rein, die sind noch nicht mal verschraubt, sind noch nicht mal festgemacht. Aber das komplette Aussehen und Gefühl des Autos ändert sich. Bevor ich jetzt aber irgendwas anderes mache, will ich das Auto einmal überprüfen. Ich will checken, ob es vielleicht noch irgendwelche Dinge gibt, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und dafür nutze ich Kali. Das ist dieses kleine Gerät, ein OBD2-Stecker, der für unheimlich viele Autos funktioniert, also wirklich so klein, dass man ihn in der Hosentasche mitnehmen kann. Den schließen wir ans Auto an und kriegen damit wichtige Informationen über alles, was nicht stimmt, was vielleicht verändert wurde. Wir können Dinge freischalten oder auch kodieren und das auf Herstellerebene. Und genau das machen wir. Das Beste ist aber, ich muss dieses Mal nichts auseinandernehmen, weil im Prinzip alles offen ist. Das ist der Stecker, den wir suchen. Da stecken wir das Kali-Gerät einfach rein und kriegen dann alle Infos, die wir brauchen. Ob an dem Auto irgendwas gemacht wurde, was man von außen oder auf den ersten Blick einfach nicht erkennen kann. Und wir starten mit einer Diagnose. Was schätzt du, wie viele Fehler kriege ich? 90? Ich habe gesagt über 100. Diagnose beendet. Jetzt bin ich gespannt. Front, Endelektronik, Triebesteuerung, Heckelektronik, Hinterachslenkung links, Klimaanlage, Lenkradelektronik, PSM, PCM, PSM. Wow. Die einzelnen Fehler können wir auch noch anschauen. Was kritische Probleme sind, keine Kommunikation mit Türsteuergerät Fahrerseite. Kein Wunder. Richtig geil wird es aber, wenn man Kali in einem alltagstypischeren Auto wie diesem 1er BMW von meinem Cataleo benutzt. Und das funktioniert natürlich in super vielen Autos. Denn hier entfaltet sich eigentlich die echte Magie. Verbinden, Individualisierung klicken, Steuergerät auswählen und so ganz viele verschiedene Bereiche des Autos weiter personalisieren. Über Deaktivierung der Start-Stopp-Automatik, Anpassung der Begrüßungslichter, Anpassung der Sitzheiztemperatur oder wie in Leos Fall das Anpassen der Logo- und Boot-Animation, wie auch die Funktionserweiterung, sodass Leo auf dem Bildschirm Filme schauen kann. Euer Auto kann so viel mehr, als ihr denkt, und freischalten könnt ihr das dank Kali. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zu Kali und könnt mit dem Code DAVE ganze 15% sparen. Also vielen Dank an Kali für die Unterstützung des Formats und euch viel Spaß weiter mit dem Video. Ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig begeistert. Andi hat die Teppiche reingelegt, ich habe mich um die Gurte gekümmert und jetzt gilt es für uns herauszufinden, ob wir alle Klipse, Schrauben, Muttern mitgeliefert bekommen haben, ob uns was fehlt, damit wir weitermachen können und alles vernünftig verschraubt und angebracht ist. Glücklicherweise hat Andi so viel an den Autos gearbeitet, das haben wir ja im ersten Projekt schon gemerkt, dass er mit einem einfachen Blick auf die Schrauben weiß, wo was hinkommt. Hätte ich das nicht, dann wäre ich jetzt ziemlich aufgeschmissen. Natürlich, wie bei allem, wenn wir es machen, machen wir es vernünftig. Also originale Teile, originale Schrauben. Wenn du originale Teile hast und dann keine originalen Schrauben benutzt oder irgendein Quatsch, wenn das originale Teil rausfällt, dann hat keiner was gewonnen. Bedeutet, wir machen alles nach Vorschrift, alles nach Repleitfaden, alles mit originalen Teilen, alles mit originalen Schrauben. Guck mal, die waren aber gnädig, die Jungs, die das zerlegt haben. Wir haben sogar das Kleingeld da reingelegt. Kaffeekasse. Weil wir zu zweit an dem Auto arbeiten, ist außerdem wichtig, dass alle Schrauben, die wir wirklich
final festgezogen haben, markieren. Dann weiß der jeweils andere, okay, diese Schraube ist schon fest. Und dann weiß jeder, der an dem Auto arbeitet, was schon passiert ist und was nicht. Und bei jeder Schraube, die eben nicht markiert ist, muss man davon ausgehen, dass man da nochmal dran muss. Also, aktueller Stand, uns fehlt der Dachhimmel. Ohne den Dachhimmel können wir nicht weitermachen, weil das zentrales Teil ist, das relativ früh rein muss, bevor wir die ganzen kleinen Anbauteile und so machen können. Es gibt ein paar kleine Dinge, die wir noch tun können. Airbag ins Lenkrad rein, Radioeinheit und ein paar Zierleisten. Und genau das machen wir jetzt und hoffen, dass sich relativ schnell klärt, dass wir den Dachhimmel und fehlende Achsteile abholen können. Problem ist, ich erreiche die Person nicht, was schlecht ist. Die gewünschte Gesprächsperson ist nicht zu erreichen. Diese fehlenden Achsteile bringen uns wirklich zum Grübeln. Ich habe zwar eine Menge Teile über das Teilepaket kaufen können, bei der Achse fehlen uns aber eine Menge Teile. Denn auch an der Achse wurden die guten, wirklich teuren Teile ausgebaut und durch kaputte oder sogar nicht ganz passende Teile ersetzt. Wie zum Beispiel die Stoßdämpfer, die in aktuellem Zustand ohne Liftfunktion sind. Das Auto wurde aber mit Liftfunktion ausgeliefert, bedeutet, wir können die Vorderachse ein paar Zentimeter anheben, um besser über die Bordsteinkanten zu kommen. Ohne die passenden Stoßdämpfer funktioniert das, aber natürlich nicht. Morgen fährt ein Auto Richtung Nürburgring. Wenn man das hinbekommen würde, dann könnten wir im selben Atemzug die Teile abholen. Passiert das nicht, steht das Projekt still bis nach The Race. In 3 Tagen geht für mich die Reise los. Nicht nur mich, sondern auch alle Teilnehmer. Und Ziel war es, vorher den kompletten Innenraum zu machen und alle Teile lackiert zu haben. Auch bei den Kotflügeln, den Türen und so weiter ist Not am Mann. Die sind noch nicht lackiert. Es ist wirklich, wirklich Druck. Natürlich sind die Teile, die uns fehlen, auch die, die am teuersten sind und am Ende dieses Projekt kohlemäßig komplett aus der Bahn werfen würden. Solange die aber nicht da sind, kümmere ich mich um das Wiederzusammensetzen der Mittelkonsole. So. Und wie überall im Innenraum gibt es dafür eine bestimmte Reihenfolge. Und damit ich lerne, lässt mich Andi ins offene Messer rennen. Du hast jetzt schon mal einen Fehler. Du hast den noch nicht festgeschraubt. Scheiße! Oh nein, wie kriegst du den jetzt wieder raus? Aber damit ich es auch wirklich lerne, natürlich nicht nur einmal. Oh! Da muss ich die Scheiße jetzt wieder auseinandernehmen. Mit fertig eingebauter Mittelkonsole können wir uns nun auch endlich um die fehlende Infotainment-Einheit kümmern. Also anschließen, einsetzen und testen. Sieht schon nach halbfertigem Auto aus. Also was der Innenraum ausmacht, ist wirklich unglaublich. Und ich bin mega happy, weil 9&1 der beste Getränkehalter ever. So, ich habe ein kleines Problem, was eigentlich kein Problem ist. Dieses Ding hier, was ihr hier seht, das nennt sich Fusion Dock und ist mega, mega geil. Das ist im Prinzip ein iPhone Dock eingebaut ins Auto, aber nur für iPhone 5, 6, 7, 8. Mein Handy passt nicht rein. Da fehlen mir an der Seite 3 mm nach links, 3 mm nach rechts, damit mein Handy reinpassen würde. Im Prinzip gibt das Material das aber her. Gibt es irgendwen unter euch, der 3D-druckaffin ist und mit dem Dremel umgehen kann und so weiter, um das irgendwie intern dann auf USB-C umzurüsten und eine schöne Lösung, sodass man vorne einen iPhone 15 Pro genau snack reinschieben kann. Meldet euch, falls ihr helfen könnt, also einfach über die Mail in der Videobeschreibung. Eine fertige Lösung für mein Handy gibt es nämlich nicht. Kleine Frage, wir sind lange noch nicht fertig, aber wir haben heute einiges geschafft. Der Innenraum sieht nach Auto aus und es fühlt sich auch so an. Nach der ganzen Schleiferei und Lackieraktion ist es jetzt richtig, richtig gut, das Gefühl zu haben, innerhalb von einem Tag wirklich viel zu schaffen. Das Armaturenbrett sieht ziemlich fertig aus, das Radio ist drin. Der Airbag im Lenkrad ist schnell angeschlossen, das mache ich aber nicht, bin nämlich nicht zertifiziert. Die Teppiche liegen, morgen kommt der Dachhimmel, wenn alles klappt. Ich fahre morgen höchstpersönlich zum Nürburgring und probiere an den Dachhimmel und die fehlenden Achsteile zu kommen. Und dann kann im Prinzip innen komplett fertig gemacht werden. Morgen geht's weiter. Hallo. Moin. Ich wollte fragen, ob ich den Dachhimmel holen kann und ob ihr die Achsteile da rumliegen habt. Komm einfach mal rein, ich bin hier. Top, machen wir. Bis gleich, ciao, ciao. Ja! Alter, wichtig! Ich krieg den Dachhimmel. Und wir kriegen die Achsteile! Es hat natürlich nicht geklappt. Oder zumindest nur teilweise. Wir sind zwar mit Dachhimmel, aber ohne Achsteile wieder nach Hause gefahren.
Und das macht uns wirklich Probleme. Bei offensichtlichen Teilen wie den Stoßdämpfern erkennen wir sofort, dass die nicht zum Auto gehören. Aber bei einzelnen Teilen, die potenziell getauscht wurden, aber die richtigen Teilenummern haben, also einfach nur kaputt von einem anderen Auto in mein Auto eingesetzt wurden, können wir es mit dem bloßen Auge manchmal gar nicht erkennen und würden es am Ende erst bei der Achsvermessung merken. Ohne hundertprozentige Sicherheit, dass im Fahrwerk aber wirklich alle Teile zu 100% funktionsfähig sind, nirgendwo angeknackst sind, nirgendwo ausgeschlagen und einfach in perfektem Zustand, ist das Auto de facto nicht fahrbereit. Das ist am Ende die Verbindung zwischen 1,5 Tonnen Auto und der Straße. Das Fahrwerk muss zu 100% sitzen. Also machen wir erstmal außen am Heck weiter. Als erstes wieder alles reinigen und dann testweise alles anbauen, um zu erkennen, ob uns irgendwelche Teile fehlen. Also alle Hitzeschutzbleche, die gesamte Ansaugung und ein genauer Blick auf die Abgasanlage. Hey, warte, mach bitte die Aufkleber. Erstens sieht scheiß aus, vielleicht ist die fucking die ab. Yeah, you better. Wir kommen schleppend voran. Nicht zuletzt, weil uns Teile fehlen. Wir haben eine Menge Teile neu bestellt und wirklich auf vieles geachtet. Problem ist, bei Neuteilen von Porsche selber ist es ziemlich undurchsichtig, wann irgendwelche Anbauteile bei einem Ersatzteil dabei sind und wann nicht. Nehmen wir das kurz als Beispiel. Wir haben eine Luftführung hinten rechts vom Kotflügel, die den Luftfilterkasten mit Luft versorgt. Je schneller wir fahren, desto mehr Luft kommt durch. Das wird eben hier hinten durchgeführt. Dazu gibt es ein Hitzeschutzblech, von dem wir ausgegangen sind, dass es an dieser Luftführung dran ist, weil andere Anbauteile mit angebautem Hitzeschutzblech geliefert werden. Dem ist aber nicht so. Und genauso wenig ist hier die Manschette dabei, welche die Luftführung mit dem Luftfilterkasten verbindet. Kommt man an eine solche Situation, können wir nicht weiterbauen an dieser Stelle, weil wir uns den Zugang ansonsten verbauen. Also Leute, bauen wir jetzt hier die Heckleuchte ein, bauen wir hier oben Blenden drauf, dann kommen wir am Ende nicht mehr an die Teile, die uns wirklich fehlen. Genauso sieht es beim Auspuff aus, den wir nicht anbringen können, weil uns einzelne Manschetten fehlen. Das Problem ist, für mich geht die Reise morgen los zu the race. Und das bedeutet, dass wir das Auto de facto einfach nicht fertig bekommen. Auf der anderen Seite läuft es außerdem schleppend, weil ich so viel alleine mache. Das ist zwar doof, weil wir nicht in der Schnelligkeit Videos bringen können, wie wir gerne Videos bringen wollen würden. Auf der anderen Seite heißt es aber, ich schraube alleine und kann das anwenden, was ich in der ersten Staffel gemerkt habe. Alles, was wir jetzt hier hinten gemacht haben, klar, jeder Kfz-Mechatroniker wird darüber lachen, weil das einfachste Arbeiten sind, aber die mache ich alleine und suche mir aus den Schraubenkisten die Schrauben raus, die ich brauche, gucke, wie, was, wo passt, in welcher Reihenfolge, genauso wie ich es auch schon beim Innenraum gemacht habe. Und das macht eine Menge Laune, weil ich merke, ich habe tatsächlich was gelernt über die letzten Prozesse, kann das anwenden und das Auto jetzt zumindest zu Teilen selbstständig wieder zusammenbauen. Genauso mache ich weiter und probiere einfach so weit zu kommen, wie es geht, damit wir nach the race das Auto dann fertig machen können. Aber mit ziemlicher Sicherheit kann ich jetzt sagen, wir kriegen das Auto nicht fertig. Es ist soweit. Es geht nach 2 Wochen Abstinenz endlich weiter und wir setzen das Auto zusammen. Ich bin fertig mit der The Race Staffel 2 Produktion. Ja, wir haben tatsächlich schon produziert. Wir sind durch. Andi ist zurück aus dem Urlaub und währenddessen wurden alle Teile fertig lackiert. Jede Tür, Heckspoiler, alles. Wir haben gerade schon alles aus dem Lager geholt. Alle kleinen Anbauteile, die wir irgendwann mal abgebaut haben, wie die Seitenscheibe von hinten vom Heck, der fertig lackierte Spoiler, Heckstoßstange, Tür, wirklich alles. Bedeutet, wir können das Auto innen und außen komplett zusammensetzen, wenn uns jetzt keine weiteren bösen Überraschungen erwarten von Teilen, die wir nicht haben, von denen wir aber dachten, dass wir sie hätten. Und dann ist das Auto quasi fertig. Sieht zumindest fertig aus, weil fahrbereit ist es dann noch lange nicht. Innen sieht mittlerweile schon richtig fertig aus, obwohl es das gar nicht ist. Wir mussten die Teile einfach nur reinstellen, da ist nichts angeschraubt. Wir mussten sie reinstellen, damit hier einfach Platz ist in der Zeit, wo wir weg sind. Aber das lässt schon mal erahnen, wie das Auto in den nächsten Stunden oder Tagen so aussehen kann. Oh, ist das geil. Hey, Junge, was für eine Masse an Teilen. So, wir beginnen am Vorderwagen, den zusammenzusetzen. Frontstoßstange drauf, Kotflügel und so weiter. Die Kotflügel müssen von uns aber erst wieder zusammengebaut werden. Da gibt es einige Teile zu kleben. Aber dann sieht das Auto zumindest schon mal ziemlich fertig aus. Also auch gut für uns. Wir starten also mit dem Einkleben der Luftgitter in die Kotflügel, welche eine der markantesten Stellen beim GT3 RS sind. Also wirklich wichtig, alles perfekt und millimetergenau zu machen. Kotflügel drauf und Beifahrertür rein, die aber noch komplett auseinandergebaut ist, von Andi also erstmal wieder zusammengesetzt werden muss.
Hört sich alles leichter an, als es ist, denn so eine Tür hat ziemlich viele Einbauteile. Und Elektrik. Dann die Türunterverkleidung mit zum Beispiel Lautsprecher und Airbag und final die Türpappe. Aus feinstem Carbon, feinstem Leder und feinstem Alcantara. Erst auf der Beifahrerseite, genau das gleiche Spiel, dann nochmal auf der Fahrerseite. Ich drücke mich währenddessen nicht vor der Arbeit, nur weil ihr mich nicht an der Tür arbeiten seht, sondern mache am Heck weiter, wo über die letzten zwei Wochen alle fehlenden Teile angekommen sind. Als erstes neue Stehbolzen in den Endtopf schrauben, um den Vorschalldämpfer anbringen zu können. Natürlich überall neue Dichtungen, wie hier zum Beispiel am Cut. Hitzeschutzblech von der alten Luftführung ab und an die neue dran machen, um es dann alles am Auto fest montieren zu können. Kotflügel sind drauf, die Türen sind drin, der Innenraum ist zu 70%, der Endtopf ist drauf, wir kommen der Sache wirklich näher, aber es zieht sich. Es zieht sich einfach, weil ich mir jeden Millimeter an diesem Auto wirklich mühsam erarbeiten muss. Entweder, weil ich nicht weiß, wie ich die Dinge wirklich schnell zusammenbauen kann und sowas wie eine Mittelkonsole dreimal zusammen und auch wieder auseinandernehmen muss. Es zieht sich, weil ich Teile suchen muss und ich würde euch am liebsten ein Auto präsentieren, das fertiger ist als dieses, aber es funktioniert nicht. Bedeutet, das ist der aktuelle Stand und ich hoffe, dass wir das Auto im nächsten Video komplett fertig bekommen. Achsteile ausgetauscht, Innenraum 100%, alle Scheiben wieder eingeklebt, Flügel drauf, Felgen fertig gepulvert. Aber für dieses Video ist das der aktuelle Stand. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal zur finalen Folge wieder. Dieses Auto verlangt mir wirklich, wirklich einiges ab und deutlich mehr als der GT3 beim letzten Mal.